Der nächste Tag hat begonnen, wir sind mit Max gerade unterwegs, müssen eben das Auto tanken. Für uns geht's nämlich nach Hattingen, das ist unser alter Wohnort, wo wir, wo ihr auch die ganzen TikTok-Vlogs gesehen habt, diese Dachgeschosswohnung mit den zwei Etagen, bla bla bla. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen unter den treuen Supportern. Aber genau, wir sind da schon vor 7 Monaten oder so ausgezogen und haben immer noch nicht die Kaution zurückbekommen. Deswegen fahren wir da zum Immobilienmakler, sprechen mal mit dem, was da los ist. Und wir müssen sowieso auch noch nach Hattingen. Wir fahren jetzt nicht nur deswegen, weil wir neue Papiere fürs Auto beantragen müssen. Den Mercedes, vielleicht kennt ihr das auch aus den Stories, weil wir den nämlich verkaufen wollen und es die Papiere davon nicht mehr gibt. Genau, Jonas kommt auch mit und dann müssen wir um 16 Uhr da sein. Vom Kia zum Supercar. Uns haben schon einige Deals bezüglich dieser Serie erreicht und die Leute haben gefragt, welchen Sportwagen wollt ihr euch jetzt holen? Die Frage ist aber nicht, welchen Sportwagen wollt ihr euch holen, sondern welcher Sportwagen wollt ihr euch holen? Wir haben uns nämlich Gedanken dazu gemacht und wir wollen uns auf jeden Fall direkt 2 holen. Ganz am Anfang haben wir überlegt, okay, wir holen zum Beispiel einen Lambo Huracan Evo. Aber das Ding ist, für den Preis bekommst du auch schon 2 Sportwagen. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, okay, was kann man machen, was ist extrem geil? Und wie man unschwer erkennen kann, wir stehen jetzt gerade passend bei Audi und was seht ihr da auf der Scheibe? FFP steht da schon. Schon für uns reserviert. Schon für uns reserviert. Die 2 Supercars, auf die wir jetzt gerade hinarbeiten, sind einmal ein AMG GTC Coupé. So, wenn es geht, ohne OPF am besten, aber wir werden auf jeden Fall eine fette Abgasanlage da rein knallen, damit der genauso geil klingen wird wie das zweite Auto, was wir holen wollen, und zwar ein R8. Aber wahrscheinlich nicht den, vielleicht den aktuellen, vielleicht aber auch den Vorgänger ohne OPF, weil uns ist Sound bei Autos extrem wichtig. Und das sind aktuell die 2 Autos, auf die wir hinarbeiten. Wir brauchen ungefähr 250.000 und unser Ziel ist es auf jeden Fall, das bis zum nächsten Jahr zu erreichen. Und ich weiß noch damals ganz genau, wie es war, als wir angefangen haben, wie undenkbar es war, 2 Supercars zu besitzen. Wir hatten damals, als wir angefangen haben, 250 Euro oder so auf dem Konto. 6 Monate am Stück haben wir kein Geld verdient und 250.000 Euro für Supersportwagen dann auszugeben, es war so weit weg, es war so ungreifbar, so undenkbar irgendwie. Aber umso mehr Fortschritte wir erzielen, umso mehr Ziele wir erreichen, umso mehr wir uns mit Leuten umgeben, die es schon vorgemacht haben, umso greifbarer wird es auch. Also wir haben es schon faktisch umgesetzt, diese Supersportwagen. Wir müssen es nur nochmal umsetzen in Profit und es dann zur Seite legen. Und ich weiß, dass wir das nächstes Jahr erreichen werden. Ich werde schon fast nervös, wenn ich darüber nachdenke, dass wir wirklich diese 2 Sportwagen nächstes Jahr fahren werden. Es ist so geil, wir fahren sogar gerade hier auf der Straße, wo meine Eltern so gut wie wohnen. Und ich weiß, dass wir genau hier mit dem Wagen auch fahren werden, auf dieser Straße. Es müssen nur noch ein paar Monate vergehen. Wir können es schon visualisieren, es ist so geil. Alles klar, wir haben jetzt alles hier geklärt. Sind hier noch beim altbekannten Laden hier in Bochum, wo wir immer nach dem Training essen gegangen sind. Haben uns hier eine schöne Fleischplatte bestellt. Was sagst du? Die von der Frittenrentsch, nämlich Chef. Wo ist denn hier das Wohnzimmer? Egon Kowalski. Hier nochmal ein kleiner Abschlussclip, weil wir gestern nicht mehr dazu gekommen sind. Es war schon sehr spät. Wir sind dann noch nach dem Essen nach Hause gefahren, haben noch Jakobs Dad geholfen, Feuerholz für den Kamin zu holen. Aber eine Sache möchte ich euch noch mitgeben, die an dem Schlussclip vom letzten Vlog anknüpft, und zwar, dass wir gerade in Deutschland sind, nicht in unserer gewöhnlichen Routine sind, etwas unfokussierter sind, mehr Ablenkung haben und deswegen der Work-Input nicht so hoch ist, wie wenn wir in Prag sind. Und zwar ist das Learning, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann zieht aus, weil bei uns hat es angefangen, wirklich richtig gut zu laufen. Wir haben richtig viel Geld verdient, als wir ausgezogen sind. Wir konnten jetzt unsere eigenen Routinen entwickeln, wir konnten von morgens bis abends durcharbeiten, ohne dass uns jemand ablenkt, wo man sagt, bring mal kurz den Müll raus, hol mal hier und das. Klar, man hilft seinen Eltern immer gerne, aber es lenkt natürlich sehr viel ab. Das heißt, wir konnten von morgens bis abends fokussiert durcharbeiten. Der Work-Input war riesig, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir aus ich möchte Geld verdienen, ich muss Geld verdienen gemacht haben. Weil ihr habt jetzt einfach bestimmte Rechnungen, die ihr zahlen müsst. Ihr müsst Versicherungen zahlen, ihr müsst für Verpflegung sorgen, ihr müsst euer eigenes Essen bezahlen, ihr müsst die Miete zahlen. Ihr habt Rechnungen, die ihr jetzt bezahlen müsst. Das heißt, ihr müsst Geld verdienen. Und das ist einfach so ein gewisser Leistungsdruck, der uns zum Beispiel auch dazu verholfen hat, noch mehr zu arbeiten, noch mehr Gas zu geben, noch fokussierter zu arbeiten, an den richtigen Dingen zu arbeiten, nach Lösungen zu suchen, mehr Geld zu verdienen. Und wozu hat es geführt? Wir haben mehr Geld verdient. Und am besten ist es jetzt noch, wenn ihr mit euren Kollegen zusammenzieht, wenn ihr zusammen durch Höhen und Tiefen geht, ihr kommt auf mehr Ideen, ihr haltet euch gegenseitig in Check. Der eine sagt, der eine chillt auf TikTok, der andere sagt, guck mal, was machst du für ein Bullshit, wir müssen arbeiten, der Work-Input ist automatisch höher. Ich meine,
wir sind zu dritt in eine 50 Quadratmeter Wohnung gezogen. Jakob hat im Wohnzimmer gepennt, Jonas hat im Flur gepennt und die Zeit war einfach geil. Wir haben viel gelacht, wir haben viel durchgezogen und es war einfach eine richtig, richtig geile Zeit zusammen. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, alleine durchzuziehen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo findet man solche Leute? Genau dafür haben wir future1%.de ins Leben gerufen, unsere exklusive Community mit über 800 Mitgliedern, die alle zusammen durchziehen, die gleichen Ziele haben, die sich regelmäßig treffen, wo halt auch solche Beziehungen und Freundschaften überhaupt entstehen können, wo Möglichkeiten entstehen. Jakob und ich, wir haben uns online kennengelernt. Alle Freunde, die wir haben uns online kennengelernt und irgendwann mal getroffen. Und genau an solchen Orten entstehen Möglichkeiten, es entstehen Freundschaften, es entstehen Businesspartnerschaften. Also wenn euch das Ganze interessiert, checkt das mal aus, future1%.de. Damit beenden wir auch den Vlog. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten.